Hi Leute, seid ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA Online mit dem lieben Jannis. Alter, es gibt einfach ein Gemälde, das aussieht wie eine. Super. Jedenfalls ist der Jannis mit dabei, der anscheinend Ja. nichts Besseres zu tun hat, als sich Nee. schon. Hallo. Was ich heute in diesem Video vorhabe, weshalb diesmal auch der Jannis dabei ist und mal ausnahmsweise nicht der Mo. Und zwar will ich mir nämlich heute ein Penthouse kaufen, mit dem man ja wie bekannt sehr viele Vorteile hat im Casino. Und ja, ich würde sagen, dafür fliege ich jetzt erstmal schnell zum Casino. Nämlich hat der Janis schon ein bisschen Ahnung, wie das Penthouse funktioniert und so, da er selber eins hat. Das können sich halt nur krasse Leute leisten. Und naja, der Mo, wir wissen ja alle, der kann sich das halt nicht leisten. Alter, dieses Flugzeug ist so fucking laut, ne? Ja, jedenfalls, Leute, ich habe mir auch dieses Sportflugzeug hier gekauft. Alpha Z1 heißt das. Und das ist wirklich absolut krank, allein wie schnell sich das hier dreht und alles Mögliche. Und wenn man landen will, muss man das Triebwerk ausmachen und dann erstmal gleiten und alles. So, ich würde sagen, ich fliege jetzt erstmal so zum Casino. Oha, der Himmel ist einfach rosa. Janis, hast du eine Ahnung, ob ich da irgendwo landen kann beim Casino? Wenn dann hinten auf der Rennbahn halt, aber bei dem Ding weiß ich nicht, ob du da landen kannst. Ah, das stimmt. Brauchst halt ziemlich viel Auslaufzone. Ja, und der hat halt auch hier so einen Qualm noch hinten dran und so. Oder keine Ahnung, wie der Qualm nochmal heißt, ich hab's vergessen. Ist aber ein ziemlich geiles Flugzeug. Und auch, glaube ich, auch eins der schnellsten Flugzeuge in GTA. Ich glaube, es ist auf jeden Fall unter den Top 5 dabei, soweit ich weiß. Also sogar schneller als der P96 Laser. Ich finde es schade, dass es trotzdem ein Maximum gibt, was man in Tutorials am Tag kaufen kann. Wie viel ist denn das Maximum? Bei mir 50.000. Ja, ich glaube, das ist immer noch mein Maximum. Auch. Oh, 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 oh. Ich sollte mal aussteigen, damit der Motor ausgeht. Das ist, okay, ja, es ist kaputt, Janis. Ja, Ich hätte vielleicht ein bisschen früher landen sollen, wenn ich ehrlich bin. kannst du eh wieder anfordern. So, hab sie I wieder think we can do angefordert. that. So, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir mal schon mal Richtung Casino. Janis, wo befinden Sie sich denn gerade? Im Kommen Casino Sie mal bitte und raus. ich bewundere diese wunderschönen teuren Preise hier. 75.000 für ein paar Goldwaffen, die ich mir im Casino ausstellen will. Im Oha. Penthouse. Das ist so geil gemacht. Weil das so teuer. Also erstmal ist der Punkt halt, das Penthouse ist wirklich eigentlich die geilste Wohnung, die man in ganz GTA überhaupt besitzen kann, weil die ganzen Apartments und so, die man sich kaufen kann als sein persönliches Haus, sind alle gefühlt 10-mal schlechter als das Penthouse, ne? Deswegen war das auch echt ein geiles Update, das Casino-Update. Das passt irgendwie nicht zum Penthouse-Besitzer auf einer Supermoto. Aber ich habe einen Anzug an. Ja, immerhin das. Und du Aber fährst das ohne Ding Helm, ist, das ist nicht legal. du hättest ja schon mal ein paar Tage vorher anfangen sollen, Jetons zu kaufen, damit du die ganzen Sachen kaufen kannst Ach, fürs diese kosten Penthouse. Jetons? Ja, Das ist eine hättest schon mal Tage vorher anfangen sollen, dir die Kacke. Ey, das ganzen ist ja Jetons übel zu holen. Kacke, Janis. Ich wusste nicht, dass die Jetons kosten. Ich dachte, das kostet ganz normal Dollar. Ja, die ganz geilen Sachen kosten teilweise auch gar nicht so viel. Also, Ups. komm, dann holen wir uns einfach mal. Der Typ ist aggro auf dich, also. Nee, haut irgendwie mehr. Ach, der Typ meinst du? Piss dich. Ist einfach ein Opa, warte mal kurz, ich Der stelle ihn jetzt sagt, ganz kurz. get a job und ich habe 5 Milliarden auf dem Konto. Hier, get selber a job. So. Hast du einen Stern? Nee, doch jetzt. Egal, ich gehe trotzdem rein. So, Leute, jedenfalls gehe ich jetzt erstmal ins Casino. Okay, von hier kann man auch direkt aus ins Penthouse gehen, das ist natürlich geil. Ach so, ich kann sogar am Glücksrad drehen. So, Leute, jedenfalls, wenn man dann ein Penthouse hat, sollte hier sollten dann auch die ersten 5 Getränke kostenlos sein. Also, blödes Silber und so wäre ein bisschen, ja, zu krass, wenn es kostenlos wäre. Dann kann man, wenn man ein Casino hat, auch in den VIP-Bereich hinten rein. Den kann ich ja auch euch nochmal kurz zeigen. Aber ich würde sagen, ich drehe erstmal nochmal kurz am Glücksrad. Ja, aber jedenfalls, das Penthouse finde ich ist halt wirklich somit das Geilste, was man sich überhaupt kaufen kann, wenn man viel Geld hat. Oha, es wäre fast das Auto geworden. Na gut. Es ist Glowfing. Aber mal ehrlich, das Auto ist auch nicht so das geilste Auto, was du gewinnen kannst. Einfach ein designter Leichenwagen. Oh, Wenn du so dieses ein. Halloween-Auto ist das kenne ich. Für so einen Mafia-Boss wäre es schon nice, Das ist aber. in der Nähe von Inside Track, dieser VIP-Bereich, ne? Keine Ahnung. Ey, man ist so lahm im Casino, das regt mich so auf. Ah, hier ist der VIP-Bereich, genau. Du hast keinen Zugang zur VIP-Lounge. Ach, jetzt schau Ja. mal zu und lerne. Drehen Sie sich mal um und schauen Sie zu. Also. Ist schon. Du backst daher, komm mit rein. Kannst du jetzt saufen? Warte. Ah, sitzen wir uns hier mal. Ey, du läufst wie so ein Rentner. Schon sehr gemütlich hier. Ja, okay.
Oh, ich kann sogar eine rauchen. Super, Janis. Ich gehe jetzt, ich kaufe mir jetzt erstmal ein Penthouse, würde ich sagen. Warte, ich will mal, dort vorne an der Kasse kann man doch auch ein Penthouse kaufen. Hä, hier ist ja schon wieder der, ist das ein anderer? Ich bin gerade bei einem anderen VIP-Bereich. Obwohl ich schon so oft mittlerweile durchs Casino gelaufen bin, finde ich mich hier immer noch manchmal nicht zurecht. So, aber was wir jetzt als erstes machen, ist erstmal Jetons kaufen. Scheinbar wird das Limit, was man kaufen kann an Jetons, nicht mal erhöht, wenn man ein Penthouse besitzt. Aber ich würde sagen, ich kaufe immer das Maximum an Jetons. 50.000, oder? 20.000. Ja, okay, anscheinend wird es doch erhöht. Aber 50k ist halt auch jetzt nicht so krass, wenn man... Ist halt auch nicht so krass, wenn man mal ehrlich ist. Also, ja. Ich habe gerade mal 107.000, Janis. Aber wenn man es mal ins Reale bedenkt, ist es schon ganz gut, dass nicht viele Leute ihre Spielsucht komplett ausnutzen und hier am Tag sonst nicht verballern. Ja, das stimmt. Du bei dem Penthouse-Verkäufer da vorne? Ah, der sagt mir praktisch... Ach ja. Limousinen-Service kann man hier beantragen oder so. Lol, das kann man dann alles machen, wenn man ein Penthouse hat, ne? Mhm. Okay. So, Leute, dann würde ich sagen... Ah, hier kann man sich ein Penthouse kaufen. Hier sind so extra die Tafeln. Genau, hier wollte ich nämlich hin. So, Leute, ich würde sagen... Natürlich kaufen wir uns das krasseste Penthouse, also High Roller. Das sind alles im Grunde die gleichen, nur das hier muss man halt dann nicht mehr so upgraden, glaube ich. Also ich würde sagen, hier Grundriss. Ja, aber da eigentlich würde ich mir selber gerne konfigurieren, deswegen... So, Absteige kaufen wir, Grundriss. So, genau, das nur... Ja, oder nee, es ist doch nicht das gleiche, glaube ich, Janis. Doch, nee, nicht. Es sind unterschiedliche, glaube ich. Man kann nur einen Penthouse haben, oder? Ja, okay, dann kaufe ich direkt High Roller. So, Leute, hier haben wir nämlich Grundriss. Wir machen natürlich alles mit rein. Was ist hier? Ultramoderner Spielautomat. Oder Retro. Retro wäre so. Ja, nehmen wir ultramoderner, würde ich sagen. Gibt's, ja, alles natürlich an. Ansonsten gibt es hier auch nichts mehr, was wir auswählen können. Weil Farben, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Würde ich aber... Na, bunt ist eigentlich nicht so geil. Zeitlos, bunt oder prägnant? Also ich hab prägnant. Bunt wäre vielleicht auch ganz geil, aber nee, ich mach prägnant, glaube ich. Und Stile? Hatte ich jetzt nicht Bock aufs Teuerste, da nehme ich einfach, dass das am besten aussieht, würde ich halt sagen. Ich nehme das, das sieht geil aus. Welchen hast du genommen? Der Klassisch heißt der. So, aber ich würde sagen, dann haben wir eigentlich auch alles. Eine Garage und alles ist wirklich dabei hier. Geil. So, dann würde ich sagen, Gesamtpreis 6,4 Millionen. Machen wir mal. Die täglichen Immobiliennebenkosten um $500. Mit jeder zusätzlichen Erweiterung kommen weitere $100 hinzu. Ja, das sind alle Erweiterungen, Alter. Das ist nicht billig. Im Wegpunkt setzen. Billig. Ah, der begrüßt mich sogar. So, also erstmal will ich natürlich hier lupschen, ne? Was der Guest-Service denn so? Parkdienst, du hast derzeit keine Fahrzeuge, okay. Putzdienst, Digga, Putzdienst, Limousinen-Service. Das ist auch absolut geil, das können wir uns dann auch später mal angucken. So, Leute, bevor wir jetzt aber in das Penthouse gehen, möchte ich erstmal nochmal über die Vorteile sprechen, die man überhaupt mit dem Penthouse hat. Also erstmal sind, wie gesagt, hier die ersten 5 Getränke kostenlos an der Bar. Dann kann man 50.000 Jetons am Tag bekommen. Also ich gucke mal, ob ich jetzt nochmal die Kapazität komplett ausschöpfen kann hier. Ja, weil man kann am Tag ja leider nicht unendlich Jetons erwerben. Aber ich glaube, ich kann jetzt nur nochmal 30.000, oder? Ja. Genau, da ich ja eben schon 20k gekauft hatte. So. Dann, was auch mit dem Penthouse sehr krass ist, man kann jetzt, wenn man irgendwo hier spielt am Casino, kann man viel mehr Geld verwetten, was teilweise sehr praktisch ist, wenn man, es gibt ja schon Taktiken, wie man im Casino auch Geld verdienen kann. Ja, deswegen ist es auch sehr praktisch. Ansonsten kann man halt in diesen VIP-Bereich reinlaufen. Da gehe ich jetzt auch mal rein und guck, was man da so treiben kann. Der Janis hat gesagt, man kann rauchen. Digga, du leckst hier komplett rum, Janis. Ey, man läuft so langsam, es triggert so hart. Inside Trick. So, hier ist ein VIP-Bereich, da gehen wir jetzt mal rein. Oha, ich kann jetzt wirklich einfach gemütlich rein. Kann ich hier auch sitzen oder so? Okay, hier, sitzen. Ja, aber ich kann nicht rauchen. Der Janis kann nur rauchen, weil er dort sitzt. Okay, warte. Geh einfach da drüben hin, da kann ich auch mal rauchen hier. Hier, mit Leertaste kann ich rauchen. Ja, okay. So, dann stehe ich mal wieder auf. Ja, ist jetzt auch nichts Besonderes, ist halt nur für den Flex der VIP-Bereich, so. Guck mal, alle, die hier drin sind, haben auch ein Penthouse. Im Grunde genommen schon, ja. Oh, man kann hier sogar Bier trinken, das ist doch schon mal... Junge, Janis. Sieht doch schon mal super aus. Ja, okay, jedenfalls hätten wir das dann auch geklärt. Dann ein weiterer Vorteil, den man mit dem Penthouse hat, ist, dass man eine eigene Penthouse-Garage hat. Das heißt, man muss nicht in diese ranzige Standard-Garage vom Casino rein. Deswegen sieht man da auch immer keinen. Ey, wirklich, man bewegt sich so langsam durch das Casino. Das triggert mich immer noch, Janis. Das Casino ist gefühlt das größte Gebäude im ganzen Spiel. Und trotzdem läuft man so lahm, ne? Ich hol dich gerade ein.
Guck mal, ich bin schneller als du. Ich weiß. Ego-Perspektive. Und zwar kann man jetzt auch mit dem Fahrstuhl direkt in den Music-Locker runter. Ich würde sagen, das machen wir auch mal kurz. Weil im Music-Locker gibt es auch noch einen VIP-Bereich, den würde ich auch gerne mal ausprobieren. Ich glaube, wir müssen nicht mehr mit den Eintritt für den Music-Locker bezahlen, weil wir halt VIPs sind. Das ist auch halt ziemlich geil. Wie viel kostet der Eintritt eigentlich? Ach so, wir sind sogar direkt hier gespawnt. Ja, da. Ja. Ich glaube, $150 kostet der. Ich glaube, hier kann man normalerweise gar nicht hin, oder? Guck mal, hier sind die Klos. Das ist auch sehr zeigenswert. Also, das sollte man auf jeden Fall mal gezeigt haben, die Klos. Oha. Oh, jetzt tanze ich direkt. Ich wollte gar nicht tanzen. Ach, wir sind jetzt hier unten in der Ecke praktisch. Ja. So, und hier ist der VIP-Bereich, in dem man jetzt eigentlich reinkommen sollte hier. Ja, perfekt. Ja, kann man auch nur rauchen. Das ist im Grunde wieder VIP-Bereich oben auch, aber den wollte ich auch nochmal kurz gezeigt haben, Leute. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch endlich mal in das schicke Penthouse. Es gibt Wodka. Echt? Ja, man kann Wodka im VIP-Bereich trinken. Okay, das ist eigentlich ganz cool. Das ist halt richtig geil. In den Eingang kann man sonst überhaupt gar nicht, oder? Du hast vergessen, die wunderbaren Klos zu zeigen. Nein, die möchte ich nicht zeigen. So, und von hier aus gehen wir jetzt erstmal in die Penthouse-Garage. Wir müssen es ja auch ein bisschen spannend machen, wie das Penthouse wohl dann aussieht. So, in der Penthouse-Garage kann man auch 10 Autos lagern. Ist halt geil, weil, ja, die sieht wenigstens mal ein bisschen anders aus als diese anderen Standard-Garagen. Eigentlich sollten hier locker 20 Autos reinpassen, aber auf jede Fläche hier passt halt nur ein Auto. Ja, aber finde ich jetzt auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also ich finde das eigentlich sogar ganz geil. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt endlich mal ins Penthouse. So, da sind wir auch schon im Penthouse. Weiß gar nicht, wo ich jetzt überhaupt zuerst hingehen soll. Hier unten geht es auf jeden Fall auf die Dachterrasse vom Casino. Dort kann man ja auch Freunde dann reinlassen. So, hier links geht es jetzt schon mal, keine Ahnung, in so einen Wohnzimmerbereich. Hier ist nochmal irgendein Schlafzimmer. Mach mal auf. Warum ist das Schlafzimmer so unordentlich, Janis? Mach mal auf hier. Na, ich glaube, dein Penthouse-Besitzer, also du, hattest eine sehr heiße Nacht hinter sich. Aber nee, warum ist das bei dir auch so unaufgeräumt? Keine Ahnung, warte, ich komme mal zu dir. Komm mit unaufgeräumt. Bei mir ist es, glaube ich, nicht so unaufgeräumt. Mir ist alles clean. Ja, vielleicht wird das dann noch aufgeräumt oder so. Ich hab's mir anscheinend erstmal ein bisschen zu gut gehen lassen. Jetzt trinken erstmal einen Schluck Wein. Vielleicht muss ich jetzt den Putzservice anfordern. Ach so, stimmt. Musstest du den schon mal anfordern? Nee. Ey, das ist übel schlau, Janis. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du so schlau bist. So, auf jeden Fall. Kann man hier Fernsehen gucken und sowas. Hier ist ein richtig geiles Bad. Ist das Bad bei dir auch so? Keine Ahnung, ich war in dem Bad hier noch nie bei mir. Ich betrete immer noch meine anderen drei Bäder. So, hier ist auf jeden Fall eine Toilette mit Fernseher. Sehr praktisch. Kann man ja mal gebrauchen, aber eigentlich spielt man eh nur Clash of Clans auf dem Klo. Hier kann man auch wieder was trinken, und zwar Whisky. Dann hier kann man sich umziehen. Hier ist ein begehbarer Kleiderschrank. So, dann hier geht's in die andere Seite rein. Ey, hier ist wirklich alles so unaufgeräumt, das ist ja übel krass. Kann man sich auch umziehen. Aber hier bisher sieht dein Penthouse genauso aus wie meins. Ja, ist scheinbar genauso. Hier ist das andere Schlafzimmer. Nochmal ein anderes Bad. Dann, was ist hier? Hier ist nochmal eine Toilette. Was ich sehr respektlos finde wirklich, ist, dass hier einfach kein Fernseher an der Wand ist. Auf der Gästetoilette praktisch. Ist echt so, weil ich mich schon beschweren. Ganz schönes Billig-Penthouse. Geringverdiener ja. Einfach nur. Das ist so. Irgendwie richtig auf. So, dann hier das zweite Penthouse. Kann man, zweite Penthouse-Teil. Hier ist irgendein Büroartig. Guck mal, hier ist auch irgendwie unordentlich, ey. Hier sind Taschentücher und alles. Warum hier wohl Taschentücher? Hier kann man sogar auf die Dachterrasse gucken, das sieht ja echt geil aus. Also die Dachterrasse finde ich auch absolut geil, wirklich. Eine richtig geile Atmosphäre dort. Hier ist das Büro, glaube ich. Büro ist das Einzige, was irgendwie relativ ordentlich aussieht mal. Finde ich sehr nett auf jeden Fall. Hier ist noch eine Bar mit einer Küche und allem. Hier ist das geile Medienzimmer. Das sieht auch richtig geil aus. Oh nein, da ist wieder die Serie mit dem Roboter. Die habe ich letztens mit dem Janis komplett durchgeguckt. Das Medienzimmer ist auch ziemlich geil. Hier liegt auch überall irgendein Scheiß rum, ey. Ey, der ganze Boden ist nass und ekelhaft. Guck mal. Der ist ja übel geil. Ja, auf hier ist Boden jedenfalls. Wein und Dreck. Ja. Und irgendwelche Dosen. Ja, und da hier ist jedenfalls die richtige Bar, wo man irgendwas bestellen kann und so. Hier sind die Spielautomaten. Davon hast du nicht mal die krassen, ne? Ja, ich hab die Retro-Dinger ausgewählt. Du hast hier die Billo-Automaten, ne? Ja, ich hab die Retros genommen, ich feier die irgendwie mehr. Ich feier die neuen, ja, wobei beide sind eigentlich ganz geil. Aber die Retros sind eigentlich schon geiler. So, und hier haben wir dann den Wellness-Bereich mit einem Privatfriseur. Kann man seine Frisur verändern und sowas. Und hier ist natürlich noch ein gemütlicher Whirlpool. Warum zieh ich da keine Badehose an? Warum tue ich das auch nicht? Vielleicht geht das noch nicht. Vielleicht ist das Wasser zu verschmutzt. Ja, jedenfalls hier ist noch ein Wasserfall an der Wand.
Hier ist, glaube ich, schon wieder. Ne, hier ist nur so eine Art Bad nochmal und so. Haben wir alles gezeigt? Ah, hier ist noch der private Croupier. Hier kann man Blackjack spielen in der Runde. Ja, und ansonsten ist das Penthouse ziemlich unordentlich, deswegen werde ich jetzt direkt mal zum Putzservice gehen. Oder wir gehen erstmal auf die Dachterrasse. Ich glaube, das Penthouse, also mit Putzservice, so kannst du auch verändern mit Interaktionsmenü. Da geht auch irgendwas mit Penthouse. Da kannst du auch später dann die Bilder an die Wand hängen und so. Okay. So, dann gehe ich erstmal auf die Dachterrasse. Denn? Ja, die ruft mich gerade einer an. Achso. Wer? Na, Miss Baker oder so. Achso, du hast jetzt die Miss Baker Mission. Super. Wo muss ich da hin jetzt, oder? Willst du die überhaupt machen? Muss ich die machen? Wenn du die machst, bringt dir das einen Vorteil beim Casino heißt und du kriegst am Ende ein Auto geschenkt. Ups. Ja gut, habe ich keinen Bock drauf. Ja, bringt dann sicher nicht viel. Mach ich später. So Leute, dann gehe ich mal wieder ins Casino. So, Gästeservice mache ich jetzt mal Putzdienst. Ist der jetzt genutzt oder? Keine Ahnung. Eigentlich müsste der jetzt genutzt sein. Ja, wenn der eingesetzt ist schon. Ich meine, ich kann gar nicht einsetzen, wenn mein Penthouse clean ist. So, jetzt gehe ich mal auf Limousinenservice. Wollte ich mich erst ein paar Gemälde kaufen? Wo kann ich das machen? Beim Dings Casino Shop da hinten. Ach so. Ja Leute, nämlich man kann beim Casino auch noch irgendwelche geilen Gemälde und so, ja so kleine Ausstellungsstücke halt kaufen und sowas, deswegen würde ich sagen, mache ich das auch mal. Da ist das Casino, das Penthouse sieht dann nicht so leer aus. Penthouse-Dekoration zu blättern. Zweiseitige Werke. Junge, die Flüge 95k. Ey Jan, ist das alles so teuer? Ja, ich weiß, vorhin hier siehst du die goldenen Waffen, meine Goldsammlung. Bodenwerke, krass aus. Ey, die 5 ist richtig geil. Gib ihnen das gelbe V. Kirschen. Alter, da gibt's 70 Stück von denen. Und die Sachen kann man sich dann alle ausstellen, oder was? Ja, ich glaube nicht alle auf einmal, aber ja. Ja, die hast du auf jeden Fall. Die Versuchung der Aglaia, 95.000, die direkt am Eingang steht bei dir. Ja, ich finde die auch sehr tiefgründig und ich finde das eine sehr schöne Statue. Tischwerke. Ey, ich will eine Granate, das ist absolut geil. Ey, da hast du diesen... Ja, den hast du, den Controller. Aber hier gibt's echt geile Sachen, Janis. Ich feiere auch dieses Pferd, was man sich kaufen kann. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass ich hier eine Yacht nehme. Ich glaube, ich nehme hier eine goldene Yacht. Ah, man kann alles kaufen. Wo kann man, und das kann man dann aufstellen über das Interaktionsmenü, oder wie? Ja, genau. Praktisch könnte ich mir hier alles kaufen, wenn ich Lust drauf hätte, aber ich habe ja gerade nicht genug Jetons außerdem. Oha, Wandwerke, Seite 1, 120. Ja, Leute, ich würde sagen, wir gucken hier nur einmal durch. Das hier hat der Janis beides an seiner Wand hängen. Der Janis, da gibt es so viele Spande und du musst ausrechnen nur die Aubergine und den Pfirsich nehmen. Ey, das ist doch das Schönste von 43.000. Hier gibt es ziemlich viel Zeug, was man sich auch holen kann. Und es sieht alles eigentlich echt geil aus, muss ich sagen. Ja, ich würde sagen, ein paar so Kleinigkeiten kann ich mir dann schon noch kaufen. Sowas sieht, finde ich, cool aus. Filmplakate, die hole ich mir einfach mal. Kosten auch nur 5k, ist in Ordnung. Ja, okay, das muss ich mir leider auch holen. Oh nein, jetzt habe ich... Egal. Ah, hier gibt es den Atomarisierer, sogar in unterschiedlichen Farben. Ich wette, das sind auch alles irgendwelche Anspielungen auf andere GTA-Teile zum Beispiel und sowas. So, und Steve für privaten Tisch. Oha. Mache ich dann auf jeden Fall, aber jetzt noch nicht. Habe ich halt gerade nicht genug Jetons. Und 3-Card-Poker. Geht dasselbe auch nochmal. Aber man kann hier ziemlich viel Zeugs sich holen. Ist ziemlich geil. Das hier hole ich mir auch nochmal mit Princess Robot Bubblegum. Oh, hier gibt es auch der einsame Roboter. Und bei Tischwerken hole ich mir noch einen Partyknaller. Geil aus. Dann noch die Uhrensammlung. Die kostet nur 340. Die Uhrensammlung habe ich mir auch geholt, aber ich weiß nicht, wo man die aufstellen kann. Ich habe bisher noch keinen Platz im Casino gefunden, im Penthouse gefunden, wo man die aufstellen kann. Die Lampe will ich auch haben. Die Uhrensammlung ist aber gefühlt das billigste von allen, was gar keinen Sinn ergibt. Len, welche Lampe? Die mit der Frau. Ja, die habe ich auch, aber ich weiß auch nicht, wo ich die aufstellen kann. So, und ansonsten hole ich mir noch den weißen Ball. Der sieht auch richtig geil aus. So, und irgendwelche Wandwerke brauche ich eigentlich noch ein paar. Das sind mir schon zu wenig, so eigentlich. Ja, du kannst dir in Pink holen. Denn hol dir Auberginen und Pfirsich und in Pink. Damit kannst du nichts falsch machen. Nein. Ich hol mir Cash Card 15. Das sieht geil aus. Auf Shark Cards angelehnt, Alter. So ein Parfüm, den kann man sich... Ey, ich habe ja gar keine... Ich bin schon pleite, Janis. Ich würde mir ja gerne noch ein paar Sachen holen. Digga, das sind einfach nur ein paar Kritzel, Junge. Was ist das? Das ist das, was da direkt hängt bei der Frau. Ja, aber ich würde sagen, ich... Janis, kann ich das hier auch im Penthouse machen, oder? Ich glaube, kannst du das machen. Wo muss ich da jetzt drauf gehen? Also im Penthouse kannst du es noch nicht machen, du musst in dein Penthouse reingehen. Im Penthouse kann man es nicht machen, man muss in sein Penthouse gehen, ah ja. Im Casino kannst du es nicht machen, du musst ins Penthouse gehen. Ja, okay, dann gehe ich mal ins Penthouse. Über einen Fahrstuhl.
Penthouse. Ja, aber ist echt geil, weil ein Penthouse ist wirklich richtig geil eigentlich. Und es ist zwar sehr teuer, aber wenigstens kriegt man auch ein paar Kleinigkeiten so dafür. Und das ist eigentlich, das ist irgendwie geil. Ich finde, es lohnt sich halt nicht unbedingt, das zu kaufen, aber irgendwie würde ich es trotzdem machen. Es lohnt sich auf jeden Fall mehr als irgendwie die Yacht oder so. Ah, hier, Penthouse-Management kann man jetzt machen. Ist alles aufgeräumt? Und hier kann ich auch überlegen, ob ich im privaten Tisch Blackjack oder Dreikart-Poker haben will. Ja, ist auch alles aufgeräumt. Da habe ich auch noch nicht drauf geachtet gerade. Aber ja, jetzt wo du es sagst, ist alles hier clean aufgeräumt. Ey, hier ist die Putzfrau. Ja, lass mich mal rein. Junge, die Putzfrau putzt ja einfach irgendwelche Teller gerade in der Küche. Videospielautomaten kann ich sogar umändern von modern auf Retro, Janis. Aber die modernen muss man sich erst kaufen, glaube ich. Also, ist doch besser. Hier. Nee, jetzt muss man sich nicht kaufen. Ich hab die auch. Hä, wie unfair. Das hat, glaube ich, mehr gekostet, oder? Ich weiß nicht. Nee, dann hat es bestimmt nicht mehr gekostet. Aber Whirlpool Outfit kann ich Badebekleidung oder aktuell machen. Dann natürlich Badebekleidung, ist ja logisch. Und Dekoration platzieren. Schlafzimmer. Hä, muss ich da erst... Ja, da gibt's auch wieder alle Dekorationen. Man kann die sich auch hier wieder kaufen, Janis. Echt jetzt? Ja, das heißt, es ist übel unnötig. Das wusste ich gar nicht mehr. Ja, kann man sich auch hier oben kaufen. Halt. Aber egal, da mache ich einfach mal eine Freudenstatue hin. Ist nur ein was im Schlafzimmer oder was? Oder kann man hier auch mehrere aufstellen? Nee, du musst dann so durchswipen. Ja, wie durchswipen? Ja, wenn du Penthouse bist, dann kannst du Schlafzimmer auswählen, dann kannst du irgendwo halt so Platz ändern gehen. Ach so, da. Da stelle ich einfach mal die Granate auf, würde ich sagen. Ja, ich will ja auch nicht alles hier... Im Eingang habe ich halt jetzt noch nichts, weil das so teuer ist. Aber eigentlich hätte ich schon Bock, irgendwas Geiles hier aufzustellen im Eingang. Ja, komm, da machen wir halt erstmal eine Gratispflanze. Ich bin doch wieder ein Geringverdiener. Das triggert mich schon dezent. Gästezimmer. Ah, hier, Princess Robot Bubblegum machen wir dahin. Ja, da gibt's auch so viel Zeug. Gibt so viele Plätze hier, wo man irgendwas aufstellen kann, Janis. Ja, es gibt absolut viel. Tänzerin passt hier gut hin, finde ich. Lounge. Ey, Leute, das ist hier wirklich so viel Zeug, was man hier aufstellen kann. Das ist eigentlich übel geil. Aber ich kann mir halt leider gefühlt nichts leisten hier. Ich nehme einfach mal goldenes Diamond Casino. Croupierzimmer. Ey, das ist so unnormal. Das ist eigentlich richtig geil, weil man kann alles so selber einrichten und so. Nehmen wir mal den Roosevelt. Medienzimmer. Da kann anscheinend irgendwas Größeres sogar hin. Ja, okay, da hole ich mir jetzt auf jeden Fall jeden Tag die 50.000 Jetons. Büro kann noch irgendwas hin. Ich muss mal irgendwo meine Uhrensammlung noch hin tun. Oha, Princess Robot Bubblegum kann man hier aufstellen. Und das ist auch noch gratis, das ist geil. Mache ich natürlich. Spa. Kann man wieder so eine große Dings aufstellen. Da habe ich ja auch nichts mehr. Und bei der Bar. Wo kann man Princess oder Bubblegum aufstellen? Keine Ahnung, irgendwo. Ich habe schon wieder vergessen. Ey, das sieht geil aus. Wer war's? Okay, Leute, dann würde ich sagen, haben wir jetzt mal genug aufgestellt. Hier ist der Roosevelt direkt. Ein Croupierzimmer. Aber ich habe doch noch irgendwo ein paar Wandgemälde. Die will ich eigentlich auch noch aufhängen. Wo ist denn das mit der... Wo kann man große Wandbilder aufhängen, Janis? Also ich glaube, man kann jedes Wandbild überall aufhängen, oder? Naja, manche sind ja groß. Ja, keine Ahnung, muss halt mal durchswipen, wo dann halt andere Wandbilder direkt vorgeschlagen werden. Also auf jeden Fall kann man in dieser Eingangshalle ein großes aufhängen, da habe ich bei mir dieses von Princess Robot Bubblegum hängen. Da hänge ich das auch auf. Auf jeden Fall werde ich dann mal in nächster Zeit versuchen, mein... Ach ja, klassische Filmplakate hänge ich da mal auf. Aber irgendwo muss Princess Robot Bubblegum noch hin, nicht im Gästezimmer. Ich weiß nicht, hier sollte eigentlich auch alles hinpassen, oder? Ja, 125 werden angezeigt. Wenn ich es mal finden würde. Ach so, weil da noch so 3D-Modelle vielleicht mit drin sind, die nicht bei Bildern waren unten. Hä, aber das wird nicht angezeigt. Ah. Oha, hier kann man das riesige Ding so aufstellen. Aber das, ja, da habe ich auch noch keins. Oha, das sieht geil aus. Lass mich mal rein. Ganz ruhig, Marmor. Digga, diese Wortwitze. Oha, im Büro kann ich safe das große auch aufhängen. Ja, dieses ganz große Princess World Bubblegum ist irgendwie gar nicht mehr dabei, Janis, bei meinen Bildern. Das, was in Pink heißt, also das, was ich bei meinem Eingangsbereich hängen habe. Ja. Keine Ahnung, also... Ja, das ist dann nicht dabei. Bei großen Gemälden. Naja, egal. JN-Zocker reinlassen. So. Aber das schöne Penthouse ist jetzt wenigstens mal aufgeräumt. Sieht jetzt alles clean aus hier und so. Was ich als letztes gerne mal noch testen würde... Ist der Limousinen-Service. Weißt du zufällig, wie der funktioniert? Nein, aber was mich das nehmen würde, wo hast denn du jetzt hier die Princess Robot Bubblegum rumstehen? Ich glaube, im Büro. Büro irgendwas. Büro. Guck, die ist doch heftig. Aber richtig. Jedenfalls will ich jetzt mal den Limousinen-Service testen. Was ist denn das hier für eine Billigpflanze? Ja, die war gratis. Kein Kommentar. Geringverdiener. Und dann gehe ich mal kurz runter zu dem Casino-Mann und frag mal nach dem Limousinen-Service. Okay, jetzt bin ich dorthin gereist. Oha, der fährt jetzt einfach los, ne? Mit der Limousine.
Ich mach's auch mal. Ja, bei mir auch. Der Limousinenservice ist echt geil. Digga, das ist ja übel nice. Da kann man sich im Grunde genommen einfach TP'en, ne? Ja, ist halt ultra OP. Jetzt lässt er mich raus, fährt direkt wieder weg. Was passiert, wenn ich den erschieße? Also ich lasse meinen. Ich lasse meinen mal wegfahren. Also ich kann ihn sogar erschießen und die Limousine heimlich mitnehmen. Also ich habe meinen fahren lassen. Ja, ich nicht. Ja, okay, aber das ist ziemlich nice. Da kann man sogar Schnellreis machen und so. Ja. So, Leute, dann hoffe ich auch mal, dass euch das Video gefallen hat mit dem Penthouse. Guck mal, die haben hier auch Bilder aufgehangen vom Penthouse. Ich glaube, ich werde jetzt sogar einstellen, dass ich meinen Penthouse mal spawne. Wäre das jetzt schon geil im Penthouse, ne? Ja. Ja, ich mache immer letzter Ort eigentlich normalerweise. Ja, die Polizei verfolgt mich. Dann hoffe ich mal, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut und ciao, Leute.